لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Zeuge die Shahada, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer aufrichtig mit seinem Herzen bezeugt und mit seiner Zunge, dass Allah der einzige Anbetungswürdige ist und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter und Diener ist, dem bewahrt Allah vor dem Höllenfeuer. Subhanallah, nimm diese Gelegenheit wahr, nimm das wahr und rette dich vor dem Höllenfeuer, mach dich auf den Weg. Und entschließe dich jetzt, in diesem Moment, mit mir gemeinsam die Shahada zu sagen. Mach deinen Kopf frei von jeder Einflüsterung vom Shaitan. Sage diesmal nein. Ich werde heute den Islam annehmen. Ich werde heute zurückkehren zu Allah. Ich werde heute mich befreien vom Höllenfeuer, vom Shaitan und mich auf den Weg machen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah subhanahu wa ta'ala liebt denjenigen, der zurückgeht. Zurückkehr zu ihm, der zurückfindet zu ihm, mehr wie eine Mutter, die ihr Baby in Feuer verloren hat und es zurückfindet. Subhanallah, Allah ist so barmherzig. Deswegen räume alle deine Gedanken weg, mache all deine Gedanken fort. Und du musst wissen, wenn du weißt und du verinnerlicht hast, dass Allah der Einzige ist, der anbetungswürdig ist, dass es neben ihm keinen Gott gibt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der letzte der Propheten ist in der gesamten Prophetenreihe und wir glauben an alle Propheten von Adam über Noah, über Moses, über Isa alaihi salam bis hin zum letzten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn du weißt und verinnerlicht hast, dass der Koran die Vollendung der Offenbarung Allahs ist, dass es die Vollendung der Schriften ist, die Vollendung von Tora und dem Evangelium ist, und wir glauben an die Originalen davon. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat mit dem Koran diese Sache vollendet. Und er sagt, heute habe ich euch eure Religion vollendet und den Islam für euch ausgewählt. Und wenn du daran glaubst, dann bist du bereit, mit uns die Shahada auszusprechen. Dann, oh du gute, liebe Seele, lass uns gemeinsam die Shahada aussprechen und lass uns mit der Aufrichtigkeit die Shahada sagen, damit wir uns befreien vom Höllenfeuer und damit Allah uns unsere Sünden vergibt. Inshallah werde ich erst die Shahada auf Deutsch aussprechen und dann auf Englisch, auf Arabisch sprechen wir inshallah diese Sache langsam zusammen aus. Und danach bist du inshallah Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ich bezeuge, dass keiner das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Und nun auf Arabisch, inshallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, wenn du dies jetzt gesagt hast, bist du Muslim. Alhamdulillah, wenn du diese Worte ausgesprochen hast, wurden dir nun alle deine Sünden vergeben. Und inshallah treffen wir uns im Paradies. Inshallah, möge Allah dich ins Paradies führen, in das Höchste, in Al-Firdaus. Möge Allah dir helfen, deine Taten im Islam zu vervollständigen, zu vermehren, dass dich Allah subhanahu wa ta'ala hoch ins Al-Firdaus holt. Und ich möchte der Erste sein, der dich in unserer islamischen Familie begrüßt und herzlich aufnimmt mit dem islamischen Hof. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لك لبيك إن الحمد والنعمة
لك والملك لا شريك.